Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Oh, Winter, minus 11 Grad hatte ich heute das Beste. Geil. Oh. Ich habe was Schönes mitgebracht, Nordmut. Hängematte. Ja? 700 Gramm wiegt die. Hier denkt man in einer Tasche mit Umhänge. Pupsi, am Arsch die Räuber. Ne? Am Arsch die Räuber, weil die Tasche keine Tasche ist, obwohl, das konnte man doch glauben, oder? Schön hier, ne? Hier an dieser Stelle begann meine Zusammenarbeit mit Ed Mahoney vor, ich weiß nicht wie viele Jahren. Die Verabschiedung, das letzte Video, danke fürs Zuschauen. Das ist an diesem Ort auch entstanden worden. Ich glaube auch mit der Jacke. Oder was mit. Oder was? Auf jeden Fall war es hier. Und ich meine mit der Jacke, aber ich bin mir nicht sicher. Oder war das meine französische Armeejacke? Egal. Alle guten Sachen werden gezeigt. So, warte, die Baumstraps hier in die Tasche stecken. Also Nordmut ist eine Firma aus Köln. Gründer oder Inhaber. Wenn ihr irgendwas hier hören solltet. In der Nähe ist ein Gewerbegebiet. Weiter Nachmittag. Also, die Tasche ist keine Tasche, sondern gehört zur Hängematte dazu. Ja. Hier sind Karabinerhaken dran. Übrigens, die ist aus Nylon. Fallschirm. Also, da werden Fallschirme sonst draus gemacht aus diesem Material. Ja. Die hat ein. Die, also, 300 Kilo kann die tragen. Hier nehmen wir jetzt mal die Baumstraps. Ja, da haben wir zwei von. 2,75 Länge. 2,75 Länge. Ja, mit Baumstraps sind wir bei 5 Meter. Ich werde mich jetzt hier einspannen. Ja. Alarm. Ja, also zwischen dem Bäumchen und dem Kameraden hier. Das sind so ungefähr. Ungefähr 5 Meter. So, einmal Baumstraps, der kommt hier hin in die Tasche. So, wollen wir den mal hier festmachen. Handschuhe. Ja. Ach, herrlich. Ich finde das schön, wenn es so kalt ist. Findet ihr auch schön? Gibt es glaube ich im Augenblick für 14% günstigerer, ja? So. Nehmen wir die mal hier mit dem Bäumchen festmachen. Und hier sind, ihr seht, das überall eingenäht, ja, dreifach und gestippt und heißt der Kuckuck was. Oh, Kuckuck, hier ist es. Ich mache das dann hier um den Baum rum. Gestrappt. Ja. Tut mir übrigens leid, dass ich nicht so oft drehe in letzter Zeit. Das ist Weihnachtszeit bei uns in unserem Gewerbe. Und ich mache das übrigens nicht so wie andere. Ich mache das immer so, wie ich da Bock drauf habe mit dem Befestigen. Ne? Da bin ich halt ja, eigen. Was andere werden. Würden sich wahrscheinlich darüber ärgern und aufregen, ja, weil es gibt ja immer Regeln, die man befolgen muss, wenn man irgendetwas tut, aber ich sag euch was. Regeln sind immer dafür da, dass man sie bricht. Solange man die Gesetze nicht bricht, dann ist alles okay.
Wem das jetzt fürs Wintercamping ein bisschen zu Asphalt ist, für den sei gesagt, gibt es von Nordlicht. Ja, das wird. Da ist aber viel Platz. Ich glaube, ich muss jetzt Strap noch ein bisschen ändern. So, hier haben wir noch viel Platz. Also keine Panik, ich zeige euch das gleich alles noch im Ganzen. Ja. Also wie gesagt, es wird Leute geben, die sagen, so macht man das nicht. Ich sage euch was für die Leute, die immer meckern und sagen, so macht man es nicht. Macht einfach, was ihr wollt. Ja? Ob man Messer so hält oder so hält, ob man eine Matte so, eine Hängematte so aufhängt oder so. Gibt keine Sau, dann ist mein Eigentum, mache ich. Alles klar? So. Und da ich weiß, dass wir viel Platz oder wenig Platz übrig haben, ja, ich also die Straps nicht komplett zeigen kann. Spanne ich die so, dass ich das so richtig halte. Ja. Übrigens, die sind baumschonend, die Straps. Ja, also da keine Panik. Da wird kein Bäumchen mit verletzt. Ja. Jedes Bäumchen. Ich mache das jetzt einfach mal, weil ich es kann. Ja? Und aus Gründen, dass ich damit ein bisschen weniger Material hier übrigens habe an Strap, ja, zum Ablängen. Ist einfach so und so. Und dann packe ich das ein. Einmal hier und einmal. Ja, aufgrund der großen Kälte heute mit Handschuhen. Ja. So. Ich mag die gerne schon mal stramm, ja, wenn es ums Wintercamping geht. So, wenn es ums Wintercamping geht, weil dann hängt man nicht so tief durch. Ist auch ein bisschen besser für so einen ollen Rücken wie meinen. Ich werde ja am 1.12. werde ich 52. Alter Knochen. So, ihr seht, da ist die Tasche. Ja. Sollte es mal ganz schlimm sein. Ihr könnt auch da Sachen reintun, wenn ihr euch hier ein bisschen hängen lasst. Ja. So. Zack. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht rumfalle, weil das sieht dann ganz doof aus im Video. Ja, ihr seht, man hängt gut durch. Oh. Oh. Holy moly. Können wir ruhig öfters machen, oder? Also, ihr seht, ich habe richtig gut gespannt. Ja, man hängt halt trotzdem ein bisschen durch. Logisch. Ich will jetzt aber ein bisschen hoch. Ja. Dementsprechend lege ich mich auf die Seite, weil hier sind wir ein bisschen tiefer. Ich gehe ein bisschen mehr mit dem Kopf hier hin. Ja. Ein bisschen ungelenk geworden durch das Fitnessstudio. Also wenn man so im Augenblick, ich bin in Massephase, neben Kreatin und so. Ja. 100 Kilo Lebendgewicht. Also ihr seht, braucht ihr keine Angst haben. Das Ding bricht nicht, das reißt nicht. Ihr habt, ich glaube, 3 Jahre Gewährleistung und weiß der Kuckuck, was ihr da noch alles habt. Ja? Aber ich hänge ein bisschen schief. Warum auch immer. Jetzt geht's.
Einfach mal abhängen. Sollte die Devise für diese Hängematte sein. Nordmut Hängematte. Einfach mal abhängen. Cool. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht auch wegpenne bei minus, ich glaube 8 Grad haben wir jetzt minus. Alright. Zu hupen. Ich sag danke fürs Zuschauen. Link packe ich euch in die Beschreibung. Und wie immer gilt, tschüss mal Jod, schwenkt den Hut, tschüss ab und schwenkt den Kopf. Euer Hängemattenmeister, Waldmeister. Hier noch eine Tarp drüber hätte. Ja, mir fehlt noch die Nordmut. Isomatte zum Aufblasen. Dann pennst du hier mit einem Carinthia-Schlafsack wie Gott in Frankreich. Na gut. Schönes Wochenende. Morgen kommt noch ein Video, am Sonntag kommt noch ein Ed Mahoney Deal. Bye-bye. Ach komm, bevor ich sonst noch vergesse, für die Leute, die dann vielleicht so ein bisschen denken, ne, ob das dann wieder so einfach zusammenzufrickeln ist. Ja, ist es. Dass die Scraps jetzt mal hier hängen. Ne? So, wichtig ist, dass die Tasche da drin ist. Ja? So. Also ich mache das auch den Arthur-Weg und sonst keinen. Ja? Immer so, wie ich da Bock drauf habe, weil das ist meine. Ja? Dementsprechend kann ich ja tun und lassen, was ich will. Ja? Wichtig ist, dass ihr das alles schön ordentlich zusammenknuddelt und nicht vergesst, wo die Tasche ist. Natürlich auch mit dem Dings nach außen. Ja? Dann stopft ihr die hier rein. Mit Handschuhe frickelig. Übrigens, Mechanics-Handschuhe habe ich noch nicht vorgestellt. Na, ich zieh die mal aus. Siehst du? So, also. Die machen einen Krawall da hinten. Egal. Das war mal eine richtig ruhige Ecke. So ändert sich das alles. Ja? So ändert sich das alles. So. Die Straps habe ich jetzt noch am Baum hängen. Ja? Ihr seht das aber gleich. Die passen da jetzt gleich noch easy peasy ein. Ja? Sieht zwar jetzt nicht mehr so schön aus wie am Anfang, aber egal. Ja? Dann habt ihr die wieder fertig. Alright, so, das war's. Bye bye. Oh Mann, ich hab's ganz vergessen. Heute ein Gruß an jemanden, den habe ich vorhin gesehen auf dem Weg hierhin. Und zwar an den Peter. Auch genannt Litti. Ja, der hat sich wahrscheinlich gewundert. Also ist auch ein Kraftfahrer. Ganz, ganz lieber Kerl, war auch mal ein Kollege von mir. An der Stelle Litti, liebe Grüße und die Reifen auf der Straße. Und Applaus, Applaus, Applaus!